Ah, die wollen Action, die Leute. Ja, die sagen sich dann, ja, machen wir ja Action hier. Egal, was das gibt's. Was ist denn das da vorne? Sieht aus wie Ja, was Größeres. ein Shantou. Der hat uns niemals bemerkt. Ja, was wollen wir machen? Warten im Wasser? Er wird nur trinken, dann haut er bestimmt ab. Ja, lass uns warten wir mal. Wir wollen nichts riskieren. Wir müssen nicht riskieren. Wir sind satt, wir sind hungrig, wir sind sauber. Hey, ich hab dich gerade weiter unter Wasser getunkt, Ja. glaube ich. Ja, die gleiche Tarnung fällt mir so auf. Jo, ziemlich gleicher Geschmack, hä? Ja, ich habe die Tarnung schon seit Version 0.0.0.13 oder so. Ja. Oder 7. Das waren auch Versionsnummern, hä? Hier hast du Ja, Fußspuren. das ist wahrscheinlich von unserem Freund gerade. So, ich schalte mal aufs Trotten. Ja, Theoretisch. Was unsere wolltest du? Fußspuren ist so winzig, die sieht man nicht mal. Du hörst doch schön. Gaute mal hier rechts auf den Hügel. Ja. Oh fuck, Vorsicht. Allosaurus. Ja. Er hat dich auf jeden Fall gesehen. Ja, da war ja. Nur weil es steht da jetzt zwischen mir und dir. Das ist Freelight Germany! Einen schönen guten Tag und danke sehr. Mann, aus dem verregneten Rheinland. Oh, ich möchte auch Regen haben. Ja, das sind die Leute, weißt du, die schönen Regen haben. Und ich habe hier 30 Grad. Ich habe meinen eigenen Regen am Körper, den generiere ich hier. So. Sozusagen im eigenen Sud. Ja, glaub mir, ich habe hier einen Ventilator nebenbei laufen, um mich und meinen Rechner zu kühlen. Der Kleine, der ist schon wieder richtig am Warmlaufen. Und der Allosaurus gehört zum Allosaurus Pack. Es sind eine Gruppe aus drei Individuen. Ja, Freelight Germany schreibt auch gerade, er weiß auch, dass es total hot bei uns ist. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe noch mein Mini-Mikrofon um den Hals, das brauche ich jetzt gar nicht. Dein Kann ich es? Lenin-Mikrofon. Mein Mini-Mikrofon. So, ich dachte, du redest jetzt mit den guten alten Lenin. Nee, 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 mit denen rede ich nicht. Wobei ein interessantes Gespräch hätte ich ja gerne mal mit denen gehabt, so als Anregung für Tropico 5. Wäre manchmal vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Hab dich jetzt vollkommen aus der Sicht verloren. Ich gehe mal kurz aus der Deckung. So, siehst du mich? Nein. Dreh dich doch mal ein bisschen. Ich sehe deinen Marker. Du müsstest mich auch sehen. Ehrlich, ich sehe deinen Marker nicht. Warte. Ah, der Server ist das Problem. Gut, haben wir den Grund gefunden. Ja, das Warte. ist Die Server sollen ja generell instabiler sein, aber es sind jetzt sprechen. Ist ja Ja. jetzt alles auf Dev-Branch-mäßig. Genau, es ist es. Ja, wir laufen fressend über die Insel. Oder sucht ihr noch Leute? Nee, Beute. Nee, wir waren jetzt eigentlich satt. Sat 1. Nee, eigentlich, weil wir Eigentlich waren hast einfach du nur mir nichts satt. gebracht. Wie wollen wir denn einen dieser Misty Valleys nehmen? Guck mal, da hast du zwei Ja, können Server. wir machen. Welchen wollen wir denn nehmen? Den RP, wär's, wenn wir uns mal so einen RP-Server reintun Ja, wir machen müssten. jetzt ganz fett RP. Also, wir machen Pro Gamers EU RP Misty Valley. Ich glaube, auf den Experimental kann man bestimmt auch Quetzcuddle spielen, aber wer will Quetzcuddle schon spielen? Ja, Message of the Day. Hier steht es. Willkommen bei ProGamers.eu. Passwort RP ProGamers, bla sowieso Forum. Ja, genau. Alle Gut. 10 Stunden Spenden sind gerne gesehen. Ja. Bist du in den deutschen Server? Oh, es ist Nacht. Es ist Raptorenzeit. Es ist nicht einfach nur Nacht, es ist nach Raptorenzeit. Ragni, ich soll dich schön grüßen von meinem Chat. Er schreibt, Dann dass du schön. mein Kumpel bist. Dann schöne Grüße zurück an deinen Chat. Ja, das hat er bestimmt selber gehört. Ich glaube, das muss ich nicht weiter transportieren. Doch, so funktioniert das aber. Achso, okay. Also, Chat, schöne Grüße von Ragnir zurück. Ja. Oh mein Gott, das ist eine wunderschöne Karte. Also ich sitze hier nachts irgendwo nirgendwo und ich werde niemals zu dir finden. Hier ist jetzt wirklich dunkel. Ja, ich sag ja, es ist Nacht.
Das ist jetzt richtig dunkel. Das war vorher nicht so dunkel. Jetzt ist richtig dunkel. Also es ist dunkel, würde ich sagen. So, ich lade dich mal ein. Jo, ich nehme auch schon an. Also ich versuche es zumindest. Und zwar jetzt. Mir wird es nicht angezeigt, aber ich spamme mal F1. Und ich glaube, wir sind... Jetzt hat geklappt. Woher weißt du das wieder? Ja, wegen das Symbol, das ich umgefärbt hatte. Also, ich sage es dir mal so. Ich bin ja auf einer weiten Grasebene. Aha. Und ich habe keine Ahnung, wo das nächste Wasserloch ist, wo hier überhaupt irgendwas ist. Also ich scheine Wasser in der Nähe zu haben. Ich habe gerade eine Spiegelung auf dem Boden gehabt. Ich habe eine Spiegelung. Oh, hinter mir ist einer gespawnt. Das wäre interessant. Ich sehe den Namen, was eigentlich nicht sein sollte, dass ich das sehe. Okay. Weil es sollte ja eigentlich ausgeschaltet sein. Ja. Außer die Server-Regeln erlauben es. Hier ist Snappy ist nämlich gerade bei mir gespawnt. Ah, okay. So, Snappy Free Lightning, folgendermaßen. Der Sinn des Spiels ist eigentlich noch nicht gegeben, weil das Spiel noch nicht fertig ist. Aktuell ist es sozusagen eine Dinosaurier-Survival. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit DayZ. Jeder geht sich selber so ein bisschen an der Wäsche. Nur mit dem Unterschied, hier hast du keine PWD. Hier hast du kein Magazin. Hier gibt es keine Kettensäge und keine Zombies. Es gibt keine NPCs. Alle Dinosaurier, die hier so rumlaufen, sind spieleragierend. Ja. Und irgendwann kommen noch Menschen hinzu. Es kommen irgendwann etwas modernere Menschen und dann kommen wilde Menschen noch hinzu. Und da sehe ich wieder eine Spiegelung. Da müsste doch Wasser sein, theoretischerweise. Ja, und aktuell sind halt wirklich nur die Saurier drinne. Als zwei große Fraktionen. Gänsefüßchen. Einmal Fleischfresser, einmal Pflanzenfresser. Und jeder versucht irgendwie sein Ding zu machen, zu überleben. Ne? Das hast du aber schön erzählt. Oh, krieg ich jetzt auch ein Ansteckchen, so Stern? Klar, du darfst dann den ersten Bissen unserer gemeinsamen Jagdbeute haben. Oh. Genau, friss oder stirb, genau. Das, so kann man es sagen. The fittest of nature. Ja. Ja, fittest of das nature. Ja. Das Interessante an diesem Spiel ist eigentlich, alles ist skill-based. Also du hast keine Skills, sondern tatsächlich die Skills der Spieler entscheiden. Wenn du jemanden ambushen möchtest, musst du einen Ambush legen, musst ran sneaken und dann den Gegner auch erjagen. Da hilft dir das Spiel in keinster Weise. Das ist, glaube ich, können wir Active Combat System nennen, oder? Das kann man definitiv so nennen, ja. So, ich würde mal sagen, die Spiegelung hat sich als Vater Morgana herausgestellt. Was ein bisschen schade ist. Was ja auch gesagt wird, ist, dass die Menschen, die werden im First Person nur spielen dürfen. Die Dinosaurier, weil sie halt bessere Sinne haben, Fragezeichen, dürfen Third Person spielen. Wobei ich mir wünschen würde, dass wir auch eine First-Person-Option hätten. Ja, dann hätte man so richtig schöne, geile Grasoptik. Naja, quasi als Raptor. Ja, das, Grascam. Das ist so wie, weißt du, wie bei U-Boot-Simulator 2018 Periskop ausfahren, mal kurz rauslinsen, was über der Grasnarbe ist. Ja, und dann Periskop wieder runter. Ja, ja, ja. Okay, ich gehe dazu, ich bin auf das Smell-System gespannt. Die wollen den Dinosaurier natürlich auch erlauben, zu riechen. Ja, vielleicht hast du so eine Art Farbspuren dann so, weißt du, die so... Das haben sie vor. Das unterscheidet sich dann halt die Art und Weise des Dinosauriers. Zum Beispiel soll der Rex, wenn er stillsteht, den genauesten Geruchssinn haben. Ja. Und der Raptor, wenn er halt sich schnell bewegt, nicht der genaueste, aber wie so ein Bluthund. Er soll dann auch leicht Spuren folgen können, wenn er in Bewegung ist. Oh, schauen wir mal. Mhm. Naja, die wollen ja auch das Progression-System noch einbauen. Wer weiß, wie das nachher wird. Ja, so wie das aussieht, gibt es dann verschiedene Lines, also Trees. Raptor ist der Pounce-Tree. Das heißt, der Uta-Raptor ist der Einzige, der pouncen kann. Und alle anderen des Trees sind quasi nimble und schnell. Richtig. Der Herasaurus ist der Bleeding Tree, die sich halt ja, mit Blutenschaden beschäftigen. Dann gibt es den Flying Tree, der Crusher, da ist der T-Rex drinne. Dann Wasser, da ist der Spino drinne und so weiter und so fort. Aber es soll auch das Strain System geben, dass wenn du halt die maximale Stufe deines Dinosauriers erreicht hast, dass du quasi aufskillen kannst, um
bestimmte Aspekte deiner Spielweise zu verstärken. Das wäre natürlich gar nicht so unübel. Ja, Star Citizen hatte ich auch mal eine Weile lang verfolgt. Durch Elite Dangerous hat die Verfolgung von Star Citizen sehr nachgelassen. Und dann hat natürlich Star Citizen meine Verfolgung noch mehr nachgelassen, als mit der Gelderveruntreuung kam von den Kickstarter-Geld und dass man Raumschiffe halt erwerben kann, die A, digital sind, also wirklich nicht mal wirklich richtig vorhanden, wobei das Spiel ja auch noch nicht Gänsefüßen wirklich vorhanden ist. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Du meinst diese Konzeptkäufe. Ja, ja, genau. Die Idee eines Raumschiffkaufs. Ja. Da mache ich dann lieber meine eigenen Ideen bei Kerbal Space Program. Da mache ich ja meine eigenen Raumschiffe. Die kosten mir da nicht mehr so viel. Aber naja. Also ich habe hier seltsame Spiegelung auf dem Boden. Von den Sternen. Aber es ist kein Wasser. Ich laufe die ganze Zeit hier geradeaus. Und irgendwie geht's ewig geradeaus. Ich bin gerade über eine weite, weite Graslandschaft gelaufen. Einen leichten Hügel hoch. Und jetzt habe ich hier vor mir wohl einen kleinen Wald. Nebenbei betrachte ich den Vollmond. Was, wir haben Vollmond? Ja, ja, wir haben nicht nur in der Realität Vollmond, auch heute im Spiel. Stimmt, wir haben Vollmond. Ja, wunderschön, also. Und das ist der Vollmond. Ja. Da broadcastet ein Raptor nicht allzu weit weg von mir. Ich habe nicht gebroadcastet. Ja. Aber ich genieße gerade die Optik, die sieht ganz nett aus. Muss ich glatt mal einen Screenshot machen? Raptoren im Gras, im blauen Mondlicht. Ja, was kann da schon idyllischer sein, wa? Ich glaube, der RP-Server hat eine ganz, ganz seltsame Regeln angeschaltet. Aha. Als dass du, wenn die, egal welche Art, wenn du dich hinhockst, beziehungsweise nicht hinhockst, dass du die Namen siehst mit Icon. Das ist okay. So, wie es früher mal war. Ganz früher. Oh. Ja, romantischer Raptor-Augenblick. Genau, so kann man das definitiv bezeichnen. Oh, Raptoren im Gras. Und jetzt auch noch Romantik. Wobei, Romantik hatten wir ja schon woanders erlebt. Aber diese Romantik... Ja, ja, aber die Romantik wurde ja je zerstört, weil das Männchen irgendwie nicht auf sein Weibchen aufpassen konnte. Hey, hey, hey. Den anderen ins Maul gesprungen, ja. Ah ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Du hättest das Weibchen davon abhalten müssen. Was hätte ich denn tun sollen? Wenn ich vor dem Weibchen springen, wärst du so, nein! Ja, dann wäre ich ja tot. Naja, aber Hauptsache die Eier hätten gelegt werden können. Ja, die Eier können auch von mir aus gebrütet werden. Ja, aber dazu müssen die Eier erstmal fertig sein. Ja. Ich bin jetzt mit Mr. T-Rex unterwegs. Ah. Schönen guten Abend wollte ich schon bei der Sing. Nee, wir sind noch fast noch Mahlzeit. Ja, schönen Mahlzeit, Acid Freak. Herzlich willkommen. Heute ein bisschen bei Raptoren-Action. Habe ich ja auch bei mir so ein bisschen angekündigt in der Twitch-Timeline da unten. Ja. Ja, die Twitch-Timeline? Ja, musst du bei mir mal auf den Kanal gucken. Da gibt's doch jetzt diese Posting. Die kann man jetzt immer so posten und rein immer posten, was Sache ist. Oh, einen schönen guten Abend. Name kann ich immer noch nicht auslesen. Das ja. Ist mir noch nie aufgefallen so. Ist dir noch nie aufgefallen? Ja. Du weißt ja, ich beschäftige mich mit der Twitch-Technologie eigentlich fast gar nicht. Ja. Ich benutze sie, das ist alles. Ich benutze sie. Aber ich sehe schon, dein Channel ist heute deutlich beliebter als meiner. Ah, wenn Diet Cook dann vorbeischaut und alle, die sich schon viel so lange gewünscht haben, dass ich schon wieder anpacke. Ja, die haben sich das aber wirklich gewünscht, wa? Ja, es ist halt. Ich hab's zu lange nicht angepackt. Ich geb's ja offen zu. Aber in der Zeit hat sich auch reichlich was getan, ne? Ist halt so, wa? Also, ich weiß nicht, wie viele Lichtjahre ich jetzt wirklich in diese Richtung gelaufen bin. Ich werd langsam bekloppt dabei. Also ich habe nachgeguckt, ich bin bei bei 600, 700 gestartet, bin jetzt bei 400, 300 und ich sage dir, ich habe noch nichts Wirkliches entdeckt. Ja, die Karte ist irgendwie Mist, muss ich sagen. Aber es ist wenigstens mal Nacht, das ist ein tolles Gefühl. Raptorenzeit, ja, wie ich sage. Halt! Ja, was? Ich bin aus der Map gefallen. Echt jetzt? Ja, jetzt laufe ich unendlich im Dunkeln.
Stirbt man irgendwann beim Fallen oder so?